In diesem Video wollen wir uns ein USB 3.0 Festplattengehäuse genauer anschauen. Es handelt sich um das Modell von Orico. Das ist ein USB 3.0 Gehäuse für Festplatten mit einem SATA-Anschluss. Das ist dabei total egal, ob man hier eine 2,5er SSD oder eine 2,5er Harddisk, also die herkömmliche Festplatte, reinmacht. Erstmal die Verpackung, die erinnert mich ganz schön an die von Anker. Also das heißt, wird wohl aus demselben Werk kommen alles, also naturbelassener Karton. Und dann gibt es hier so ein Badge drumherum, wo nochmal alle Daten stehen mit der ähnlichen Schriftart. Also es erinnert mich schon sehr dran. Wir schauen mal jetzt rein. Mich überzeugt beim Kauf, dass es vor allen Dingen eine werkzeuglose Installation ist. Das heißt, ich brauche nicht immer einen Schraubenschlüssel nehmen, um das Gehäuse zu öffnen, wenn ich eine andere SSD oder Festplatte reinnehme. Wir machen das Ganze mal auf. Es gibt so ein kleines Tütchen. Das kommt mit drin. Hier haben wir das Gehäuse. Das Gehäuse ist jetzt auf den ersten Blick wirklich sehr leicht. Es ist eine Kunststoffoberfläche. Diese Oberfläche ist so leicht gummiert. Ansonsten fässt es sich sehr edel an. Wir haben einen speziellen Stecker. Den kenne ich auch von besseren Digital-Festplattengehäusen. Und die Unterseite, da gibt es kleine Nippel zum Hinstellen und ja, die Öffnungsplatte. Und oben gibt es noch eine kleine Status-LED. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Das geht jetzt recht einfach, weil ja noch keine Festplatte drin ist. Und da muss man auch generell sagen, es ist ein Kunststoffgehäuse. Das heißt, es ist nicht so wertig. Ansonsten, also man kann es hier manchmal eindrücken, wenn die Festplatte drin ist, dann geht das natürlich nicht mehr. Wir haben hier über die gesamte Länge eine Führung für diesen Deckel. Und der Hersteller wirbt auch mit Anti-Statik- und Erschütterungsmatten hier drin. Da muss ich jetzt sagen, da sehe ich nichts auf der Unterseite. Hier oben ist ein kleines Pad drin. Mal sehen. Ah, hier ist diese andere Erschütterungssache. Naja, klar, der schreibt das eben rein. Durch dieses Pad soll das dann höchstwahrscheinlich sich erledigt haben, dass die Festplatte hier hin und her wackelt. Ansonsten sehen wir hier den SATA-Anschluss. Und ja, da ist jetzt wirklich nicht viel magische Sache dabei. Die Festplatte wird hier reingelegt, reingesteckt und dann wird das Gehäuse drüber geschoben und schon habe ich so eine Festplatte. Von der Stromversorgung ist es so, dass hier ein Kabel mitkommt. Das ist ein USB 3.0 Kabel und darüber, oder USB 3.0 Geschwindigkeit, und darüber soll dann sozusagen alles in euren Rechner reingehen. Das Nadelöhr ist natürlich immer bei USB 3.0 die Festplattengeschwindigkeit. Also eine SSD kann durchaus hier mehr schaffen. Und natürlich euer USB-Port am Rechner. Habt ihr zum Beispiel einen Rechner nur mit einem USB 2-Port, geht das genauso, aber es schafft nicht diese USB 3.0 Geschwindigkeit. Ansonsten gibt es hier noch eine Anleitung zur Installation, also Plug and Play. Der Hersteller selber wirbt, dass er für alle Betriebssysteme kompatibel ist. Also hier sieht man die großen macOS, Windows OS und Linux OS. Also da sollte was dabei sein. Und alles in allem muss man wirklich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt das einfach. Ich finde es ganz okay, dass es kein Aluminium ist, weil rein von der Nachhaltigkeit ist ein Aluminiumgehäuse immer energetisch teurer herzustellen als so ein Kunststoff-Druckgussgehäuse. Und das finde ich ganz okay. Und es ist auch noch ein bisschen, wirkt etwas leichter dadurch. Und ist aber genauso robust, denn er kennt der Kunststoff und der macht auch wirklich einen soliden Eindruck, dass hier nichts brechen sollte oder ähnliches. Das Einzige, was auf Dauer sicherlich passieren wird, ist, dass hier oben ein bisschen, das seht ihr jetzt schon, ne, so das ist anfällig für Staub und Fett ist, weil das eben so eine matt gummierte Oberfläche ist. Ansonsten sieht das erstmal von oben echt edel und schick aus und ich würde sagen, kann man empfehlen. Das war's von diesem Video. Ich mache euch den Link zu Amazon unterhalb des Videos. Ich denke, es gibt kein Gehäuse, was so fast durchweg positive Bewertungen hat. Oft wird eben einfach nur die Geschwindigkeit angemahnt, aber das lag oft hier bei den Bewertungen an der Sache, dass der Rechner nicht mehr unterstützt. Und dann haben sich Leute aufgeregt, warum kein USB 3.0 hier durchfließt, wenn doch eigentlich die Festplatte was anderes sagt. Genau, das war's jetzt von diesem Video. Macht's gut, tschüss.